Ein Unfall ereignete sich am Donnerstag an der Auffahrt von der B100 zur Autobahn 14 in Richtung Leipzig. Ein LKW hatte die Leitplanke über mehrere Meter hinweg aufgerissen und war auf die Seite gekippt. Der Fahrer wurde eingeklemmt, konnte sich aber selbst aus dem Fahrzeug befreien. Ein Rettungshubschrauber war vor Ort, musste allerdings nicht zum Einsatz kommen. Die komplette Ladung war über die Unfallstelle verstreut, die Auffahrt musste zeitweise gesperrt werden.